So. Der Rest dürfte runterfallen. So, dann führt man fleißig die Vorratslager, die Stockpiles mit Steinen. Hier wird dann wieder ein bisschen interessanter mit der Rampe. Das wird dann... Ja, ganz genau dieser Bereich hier. Nur einfach warten, bis wir wirklich voll, randvoll sind. Dann kann der Rest hier nämlich weg. Dann können wir hier anfangen aufzufüllen. Da können Sie in der Zeit den letzten Fitzel hier wegmachen. Also ja, würde ich sagen, das Stück weg. Ich finde das auch lustig. Wo kommen sie mit den vier Steinen und so her? Wo läufst du wieder lang? Irgendwelche sehr komischen Wege.
Ah, da werden sie noch eine Weile brauchen, bis die Deckschicht weg ist. Wobei die Hälfte haben sie ungefähr ja schon. Naja, Tatsache ist, was anderes kann ich gerade nicht machen, weil das Stück hier wäre ziemlich schnell gefüllt und es ist besser, wenn sie eine durchgehende Bahn zum Füllen haben, während die anderen wieder abbauen. Nein, Bestiol böse. Wir sind jetzt bald bei 5000. Also 4916. Die krumme Zahl ist nervig. So, schmeißen wir mal das Zeug raus. So. Und dann schließt du dich die Huawei wieder an. So, schön viel besser. Hätte ich sagen sollen, da hat wieder einer 15 gehabt. Also zwei, wahrscheinlich 15, weil wir sind jetzt auf 5150 runter. Gut, wie sehen unsere Steinbrüche zurzeit aus? Hier ist immer noch was von der Deckschicht übrig. Du räum mal auf. Du hast da Steine runterfallen lassen.
Da wird gerade Eisen weggehauen. Das wir nicht brauchen, deswegen verschwindet's. Ja, wenn wir so gucken, wird langsam eine platte Ebene draus. Leider sehr eintönig, dadurch, dass wir außer brauner Erde nichts drauf, nichts hinpacken können. Okay, wer von euch? Wobei, gibt's ab, dann sind wir wieder bei einer geraden Zahl. Ja, sie haben fast die Deckschicht runter. Hey. Da ist schon wieder was schief gelaufen. Oder liegt es an der Deckschicht hier? Hm. Klönk, einfach mal ein Loch gemacht. Hey, das ist ein kleiner Löchle. Bestiol. Naja, riesiges Durcheinander ist nicht anders zu erwarten. Eigentlich ist es gerade egal, ob ich jetzt über die Schulter so sehr über die Schulter gucke oder nicht. Wenn die Steine voll sind, sind sie voll. Muss ich jetzt einen Teil droppen? Ist egal, wir kriegen mit die beiden Steinbrüche eh nicht ganz abgebaut.
Oh, kleiner Leck. Ein bisschen aufräumen können wir schon. So. Drei haben wir hier bald. Und viel zu vielen. Ich vergesse es immer wieder. 9. Das heißt ein Drittel. Und ich habe verpasst, dass da unten schon wieder einer was weggehauen hat. Langsam wird's fensterig hier. Genau, das können wir uns noch angucken. Wir wollen ja ein paar Häuschen setzen. Habe ich gesagt. So, kleine Häuschen.